Hey ho, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt alle Weihnachten gut hinter euch gebracht. Wahrscheinlich sind eure Kessel noch gefüllt, also die hier. Und naja, was soll ich sagen, jetzt hocke ich im Mittelkoter bei mittlerweile 7,5 Grad. Angefangen habe ich bei 2,5 Grad minus. Ja, ich fresse schon wieder meine eigenen Haare, egal. Ich habe schon oft gesagt, ich mache Essen, wenn wir was zum Essen brauchen. Und wenn es über die Weihnachtsfeiertage Essen gibt, was mein Schatz drinnen komplett in der Küche macht, dann kann ich kein Video dazu machen. Ganz einfach. Weil ich mache nicht ein Video und schmeiße das Zeug hinterher in die Tonne. Gut, aber jetzt gibt es Reste essen. Für mich. Schatz hat sich was anderes Restemäßiges gemacht. Ich wocke mir böhmische Knödel. Ihr habt es richtig gehört. Ich wocke mir böhmische Knödel. Ja, die Zutaten sind sehr überschaubar und die zeige ich euch jetzt. Zum einen ganz klar den Wok und was zum Umrühren. Ich habe hier meinen Küchenwok, der mit der flachen Unterseite. Den kann ich nachher schön da drauf stellen und direkt daraus futtern. Was hier so rauscht, ist mein kleiner Lüfter, dass mir die Füße nicht einfrieren. Und dann gehen wir mal schnell hier rüber zu den restlichen Zutaten. Was zum Trinken für mich, dass ich nicht verdurste. Ganz wichtig hierbei ist ordentlich Butter, Messer und Gabel. Messer brauche ich eigentlich nur, um die Butter zu schneiden. Salz, Pfeffer. Dann, was ich dieses Mal zum ersten Mal ausprobiere in dieser böhmischen Knödelgeschichte, ist Speck und Zwiebeln rein. Das ist wieder der gute Speck vom Taki. Lecker. Dann habe ich hier die böhmischen Knödel. Das sind ganz einfach so Hefeknödel. Gehen eigentlich ganz einfach, wenn man Thermomix hat. Und dann habe ich noch drei Eier. Die habe ich mal der Einfachkeit halber schon aufgeschlagen. Dann brauche ich mich hier nicht rumärgern. Sprich, ich habe fast nichts mit rausnehmen müssen. Den Grill habe ich schon mal Kohlen rein und angefeuert. Ja, und da stelle ich jetzt einfach den Wok so mitten rein, halten am Griff fest und dann können wir schon loslegen. Als allererstes erst einmal ein Stückchen von der Butter rein. Butter kann es heute gar nicht zu viel sein. Dann schmeiße ich mir auch gleich meine Zwiebeln und meinen Speck oder Bacon rein. Und bucht man den einfach mal hier drauf. Also knallhart und ganz einfach. Und dann, wenn ich den Lüfter hier ausmache, hört man es auch so gleich brutzeln. Und dann tun wir bloß die Zwiebeln eben ein bisschen glasig dünsten. Warum habe ich mich für den Wok entschieden? Ich habe einfach Bock gehabt und da haben wir gedacht, es hört sich ganz lustig an, wenn ich sage, ich wok mir böhmische Knödel. Und vielleicht ist es auch schon soweit. Dann holen wir die noch mal kurz raus. Jo, das soll uns ausreichen soweit. Dann hole ich mir das Zeug raus. Die Butter kann von mir aus halbwegs da drin bleiben. Und jetzt ganz, ganz wichtig, wir hauen noch viel mehr Butter rein. So.
Lass mal schnell die Butter schmelzen. Das sollte ja auch ratzfatz gehen. Beziehungsweise können wir dann gleich unsere Knödel mit reinschmeißen. Die werden jetzt schön rostbraun gebrutzelt und sollen sich natürlich fett mit der Butter vollsaugen. Das ist das Wichtigste, weil erst dann sind die mal so richtig, richtig geil. Das ist das, wo ich mich auch früher schon immer am meisten gefreut habe auf böhmische Knödel. Die, wenn man mit dem normalen Festtagsschmaus fertig ist, dann schön in Butter aufwurzeln, ein Ei drüber, Salz, Pfeffer und fertig. Ja, hier muss ich natürlich aufpassen, dass man das Zeug nicht ankokelt. Oh, ich bin gut. Ich habe nicht einmal ganz die halbe Butter gebraucht. Dann kann ich die wieder einpacken. Oh, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Nee. Gleich sind sie soweit. Eigentlich kann ich schon mein Bacon und die Zwiebeln wieder mit reinschmeißen. Also wie gesagt, das ist das allererste Mal, dass ich das mit Bacon und Zwiebeln mache. Und da wird es schon leicht schwarz. Ja. Und dann klatsche ich jetzt gleich einmal ein bisschen am Pfeffer mit rein. Salzen tue ich erst nachher beim Essen. Wegen dem Tacky Bacon. So. Jetzt müssen wir eigentlich bloß noch unsere Eier unterrühren. Die ein wenig stocken lassen. Ist die Frage, muss ich das Ding überhaupt nochmal aufs Feuer stellen oder reicht mir die Hitze? Werden wir gleich wissen. Ah, ein klein wenig muss ich es noch drauf tun, weil sonst ist es zu schlotzig. Das mag ich dann auch wieder nicht. Und Sabalot, ich glaube, wir haben einmal ein Video geschafft, wo ich nicht schneiden muss hinterher. Auch nicht schlecht. Tja Leute, fertig sind meine gewokten böhmischen Knödel mit Ei, Bacon und Zwiebeln. Und wie immer gibt es jetzt erst einmal ein Probiererle. Ich denke, die Zubereitung war jetzt wirklich beim Bearbeiten komplett am Stück durchlaufend. Und ja, mittlerweile haben wir sogar 11,2 Grad hier. Oh, im Gurten. Bisschen Salz. So Leute, und jetzt können wir uns noch kurz unterhalten, beziehungsweise ich kann erzählen, was hat es zu Weihnachten gegeben? Eine neue Jogginghose für mich, mal ganz ohne Werkstattlöcher. Ach geil. Für sowas Einfaches kann ich echt schwärmen. Und was habe ich noch bekommen? An schönen, dicken, fetten Schlagschrauber für die Werkstatt. An 3/4 Zoll.
Also das große Ding, nicht der kleine, den man normal kennt. Da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Und sonst so ein paar Kleinigkeiten. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ich habe mich ja mit dem PC zuvor schon reichlich selber beschenkt. Also ich kann dieses Jahr eigentlich sehr zufrieden sein. Lecker, Schmecker, Schmackofatz. Einfaches Essen, total lecker. Sag mal, kokelt man das jetzt noch im Wok so an? Naja, ein bisschen krustig wird es immer noch. Dann hat es zu Weihnachten eben einen riesengroßen Rinderbraten gegeben, wo man 2 Tage dran gegessen hat und der Rest jetzt in die Gefriertruhe gewandert ist. Naja, Mädels halt haben immer Angst, dass das Essen nicht reicht. Und dann machen sie viel, viel, viel zu viel. Ja, und dazu hat es eben die böhmischen Knödel gegeben. Den habe ich mir unbedingt gewünscht. Und ja, der Rest der Meute hat Spätzle gegessen, wo mein Schatz auch selber gemacht hat. Waren auch sehr gut. Mit der Soße dazu, noch ein Blaukraut hat es dazu gegeben. Ja, das war erster, zweiter Weihnachtsfeiertag. Da waren ein paar von der Family da. Und am Heiligabend haben wir ganz klassisch Wienerle, beziehungsweise, wie heißen sie, diese weißen Wollwürste, oder wie man auch immer sagt, und weiße Bratwürste gegeben mit echten schlesischen Kartoffelsalat. Also das ist der mit Mayo drin und oh, ein Traum. Hat wieder mal der Kartoffelsalat geschmeckt wie früher bei Mama. Da wollte ich ursprünglich ein Video dazu machen, zu dem Kartoffelsalat, aber ich bin erst sehr spät aufgestanden und bis ich aufgestanden war, war das alles schon erledigt. Tja, ist so. Ja Leute, das war so meine Weihnachten. Morgen geht es wieder an die Arbeit, sprich heute ist Sonntag. Ist das Zeug lecker. Schreibt doch in die Kommentare, was es bei euch so zu Weihnachten gegeben hat und ob ihr euch von mir jetzt vielleicht noch zwischen jetzt und Silvester vielleicht noch irgendein spezielles Video wünschen tätet. Es muss natürlich für mich persönlich machbar sein, dass ich das nach der Arbeit auf die Schnelle machen kann. Aber ich könnte mich noch dazu hinreißen, den, es ist das Pepsi-Cola, den einen oder anderen Zuschauerwunsch vielleicht noch zu erfüllen in diesem Jahr. Tät mir eigentlich schon Spaß machen. Ja, ansonsten müsste ich auf meinen Kessel zurückgreifen, weil das wollte ich ja unbedingt auch noch machen. Okay Leute, das war's dann mit diesem Video. Wie lang es jetzt im Endeffekt geworden ist, habe ich keine Ahnung. Und ansonsten, wer mich nicht mehr sieht, den wünsche ich noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja,
Die anderen, wir sehen uns bestimmt nochmal dieses Jahr. Hasta la vista. Bis demnächst. Geil. Und lecker. Ey, da bin ich nochmal. Komplett aufgegessen, reingefertigt, brauche ich bloß noch die Cam in die Hand nehmen und das war's. Und wer jetzt von mir oder wer es nicht erwarten kann, bis zum nächsten Video auf dem Kanal. Leute, morgen gibt es eine neue Folge auf dem Street Fighter Kanal und da wird wieder gemobbt, geschimpft und gebastelt. Da bin ich in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Okay, jetzt bin ich aber weg. Tschaikowski. Oh, ich habe keinen Bock, ich bin so voll gefressen. Oh.